Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zurück zu Let's Play History mit mir, dem Jan, und zu Strategic Command World War II War in Europe. Der Ranger hat seine Runde gemacht, seinen Zug gemacht, und wir wollen uns natürlich die Wiederholung anschauen. Wir wollen wissen, was passiert ist. Ich nehme an, Polen ist jetzt endgültig gefallen, nochmal werden sich die Garnisonen nicht verteidigen können. Ja, da sehen wir schon, Warschau ist offen. Modlin ist jetzt noch das einzige nennenswerte Widerstandsnest. Die Luftwaffe wird überrannt. Stuka-Angriff auf unseren Vorstoß nach Königsberg. Deutsche Panzer greifen an. Panzer 3E. Auf dieses Korps, das jetzt auch verfolgt wird. Und nochmal ein Stuka-Angriff auf unsere taktischen Bomber am Boden. Das Korps ist jetzt abgeschnitten. Die Garnison Johannesburg wird angegriffen. Sind alle noch nicht ausgeschaltet, aber können natürlich keinen nennenswerten Widerstand leisten. So, Modlin. Der Kampf um Modlin. Sehr, sehr umfangreiche Festungsanlagen waren dort historisch. Es waren sehr intensive Kämpfe um Modlin gegeben. Die Vororte von Warschau oder Warschau vorgelegen. Wir sind auf ein U-Boot gestoßen, beziehungsweise ein U-Boot ist auf uns gestoßen. Ein Kreuzer ist da unterwegs und ein U-Boot. Das U-Boot verschwindet, beide verschwinden. Ein Zerstörer taucht hier auf, in der deutschen Bucht vor Helgoland. Na, das war jetzt interessanter mit dem Panzerkreuzer, mit dem gepanzerten Kreuzer. Das müssen wir uns mal angucken. Ja, hier tauchen noch mehr italienische Schiffe auf, das, was wir vorhergesagt hatten. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Ablenkungsmanöver sein soll oder was genau das ist. So, geheime Mitteilung, strategischer Rat, die Bedeutung des britischen Expeditionskorps für die französische Moral. Um die Moral der Franzosen für den Fall einer deutschen Invasion zu stärken, sollten wir mindestens 2 Einheiten in Frankreich haben. Besser wären 5 oder mehr, falls das möglich sein sollte. Setzen Sie die Einheiten ein, um Paris, Nordostfrankreich und die Maginot-Linie zu verteidigen. Falls wir das nicht tun und die Deutschen marschieren in Frankreich ein, wird die Moral der Franzosen schnell abnehmen, was zu einer frühzeitigen Kapitulation führen könnte. Die Franzosen verlassen sich auf unsere Hilfe, wie auch schon 1914. Lassen wir sie nicht im Stich. Truppenverteilung der Roten Armee in einem möglichen Konflikt. Marschall Stalin und das Stavka haben für den Fall, dass wir angegriffen werden, angeordnet, dass unsere Truppen in den folgenden Positionen aufgestellt werden. Alle Land- und Lufteinheiten werden eine Stärke von 7 aufweisen, Seeeinheiten eine Stärke von 10. An der Nordfront, bei Leningrad, ein Befehlshaber, ein Schützenkorps, ein Kriegsschiff, ein leichter Kreuzer, ein U-Boot. An der Nordwestfront, im Baltikum, ein Schützenkorps, ein mechanisiertes Korps, eine Jagdflugzeugeinheit, eine taktische Bombeeinheit. An der Westfront in Bialystok ein Befehlshaber, 2 Schützenkorps, 2 mechanisierte Korps, eine Jagdflugzeugeinheit. Bei Lwów in der Südwestfront 2 Schützenkorps, 2 mechanisierte, einmal Jagdflieger, einmal mittlere Bomber und zusätzlich leichte Panzereinheiten bei Minsk, Schytomyr und Ostrow sowie Schützenkorps bei Moskau, Stalingrad und Rostov. Zur Kenntnis genommen. Eine Entscheidung. Der französische Ministerpräsident Edouard Daladier. Die Kommunistische Partei Frankreichs hat den Krieg als eine Auseinandersetzung zwischen kapitalistisch-imperialistischen Staaten bezeichnet und gefordert, dass wir uns mit Hitler einigen. Wenn wir nicht aufpassen, wird der Einfluss der Kommunisten in der Armee wachsen. Dies würde zu Unzufriedenheit und Unruhe führen, was wiederum die Effizienz unserer Truppen verringern würde. Aus diesem Grund sollten wir entschieden gegen diese Partei vorgehen, indem wir sie verbieten und ihre Aktivisten verhaften. Wenn wir das tun, verhindern wir Unzufriedenheit in der Armee und erhöhen unsere nationale Moral um 1000 Punkte. Die UdSSR würde dies natürlich als einen feindseligen Akt einstufen und 3-5% weniger in unsere Richtung tendieren. Wollen Sie die Kommunistische Partei Frankreichs verbieten? Puh. Das ist eine schwere Frage. Wir gucken uns nochmal die Hintergrundinformationen an. Die Kommunistische Partei Frankreichs wurde durch den Molotow-Ribbentrop-Pakt im August 1939 stark geschwächt, da viele Aktivisten nicht verstehen konnten, wie die UdSSR gemeinsame Sache mit dem Deutschen Reich machen konnte. Die französische Regierung nutzte diese Situation und fasste den Entschluss, die Kommunistische Partei Frankreichs zu verbieten, um die Verbreitung von subversiver Antikriegspropaganda zu verhindern. Wenn sie Ja sagen, könnte Frankreich etwas länger durchhalten. Allerdings wird damit auch der Eintritt der UdSSR in den Krieg leicht verzögert. Hm.
Also die Franzosen können der Wehrmacht sowieso nicht standhalten. Deswegen überlege ich gerade, ob man das nicht ablehnt. Dann 5% höhere Wahrscheinlichkeit hat, dass die UdSSR früher in den Krieg eintritt. Das passt historisch natürlich nicht, aber ich will das mal probieren. Ich will das mal probieren. Wir verbieten die Kommunistische Partei nicht. Um die Anfälligkeit von Leningrad gegen einen Angriff aus dem Norden zu mindern und zugleich die finnische Armee zu schwächen, sollten wir Finnland zwingen, einige Gebiete an uns abzutreten. Wir könnten die Kontrolle über die karelische Landenge, das Gebiet im Norden von Leningrad, sowie über die Häfen von Hanko im Westen von Helsinki fordern. Wollen Sie Finnland zwingen, die karelische Landenge und Hanko an uns abzutreten? Diese Aktion würde zwar unsere Beziehung zu den Alliierten und zu Schweden etwas verschlechtern, aber sie würde uns nichts kosten. Falls wir Erfolg haben sollten, würden die Gebiete ab Anfang 1940 unter unserer Kontrolle stehen. Das Einzige, was uns dabei einen Strich durch die Rechnung machen könnte, wären anglo-französische Expeditionstruppen, die rechtzeitig eintreffen, um die Finnen zu unterstützen. Wenn sie ja sagen und wenn sich die Finnen später den Achsenmächten anschließen, werden einige ihrer Truppen statt mit voller Stärke nur mit halber Stärke beginnen. Dafür jedoch mit einem ganzen Erfahrungspunkt statt nur mit einem halben. Aha. Wir werden zudem zu einem späteren Zeitpunkt die Möglichkeit haben, die Rote Armee im Hinblick auf Kriegsführung im Winter vorzubereiten. Und wenn Sie jetzt ja sagen, werden die Erfahrungen, die wir im Kampf gegen die Finnen sammeln, die Kosten für diese spätere Vorbereitung senken. Dann sagen wir auf jeden Fall ja, auch wenn ich den Konflikt mit den Westalliierten jetzt eigentlich nicht möchte. Ja, das scheint mir wichtig zu sein, Finnland zu schwächen, falls sie auf Seiten der Achse in den Krieg eintreten und auch eben die Verbesserung für die Winterausstattung zu vergünstigen. Also sagen wir ja. Und wir können das erste Pionierkorps aufstellen. In der UdSSR, dann machen wir das doch auch gleich mal. Pioniere können in diesem Spiel Befestigungsanlagen bauen. Anders als in Strategic Command World War I, wo ja jede Einheit ihre eigenen Gräben ausheben kann, geht das hier nicht, sondern dafür braucht man eben Pioniere. Und wir sehen schon, wir haben jetzt hier tatsächlich den ostpolnischen Teil hier bekommen, ne? Bis Warschau ran. Könnten jetzt, wenn wir ganz dreist sind, sogar hier schon versuchen, Verteidigungsanlagen direkt vor Warschau zu bauen. Oder man beginnt damit, die an strategischen Stellen, weil das dauert auch eine Weile, bis die gebaut werden, an strategischen Stellen im Hinterland zu errichten. Das ist jetzt keine leichte Frage, aber man könnte jetzt zum Beispiel anfangen, hier rund um Moskau zum Beispiel einen Verteidigungsring aufzubauen, ne? Das ist die Überlegung. Und bei Leningrad zum Beispiel. Bei Leningrad. Das kann ich auch kurz zurückstellen, ne? Ist Leningrad eine Festung? Nein, Leningrad ist nur eine Großstadt, aber keine Festung. Dann probieren wir das mal bei Leningrad. Ob die das können wir erst nächste Runde machen, ne? Oder können wir den Modus schon setzen? Wartet mal. Befestigen. Ne, können wir noch nicht. Dann probieren wir das aber auf jeden Fall mal, ob das geht. Wäre ja eine gute Sache. Jetzt haben die Sowjets hier Garnisonen bekommen. Die können aber auch scheinbar nicht stärker werden als 6 Stärkepunkte. Ja, wir müssen uns natürlich irgendwie gut überlegen, was wir mit unseren wenigen Korps hier machen. Timoschenko sollten wir verstärken. Das hatte ich ja letztes Mal schon gesagt. 56 Punkte. Ich glaube, ich wollte vorher lieber in Forschung investieren, ne? Wie viel haben wir denn jetzt? 139. Also Infanteriekrieg zum Beispiel. Befehlskontrolle reicht noch nicht ganz. Infanteriewaffen 200 reicht auch nicht. Mobilität reicht auch nicht. Infanteriekrieg gibt. Jede neue Stufe erhöht die Einheitenmoral um 10%. Ja, Logistik ist auch wichtig. Ne, wir gehen erstmal hier auf Infanteriekrieg. Wenn wir gerade dabei sind, können wir mit der USA hier auch noch die Forschung einstellen. 169 Punkte haben wir momentan.
Ich denke, wir wären auch hier nochmal in. Ach, das reicht genau um 6 Punkte nicht, dass wir nochmal Industrietechnologie machen können. Ah, das ist ärgerlich. Seemoral erhöhen oder auf U-Boot-Jagd schon mal gehen. Bei Kriegsschiffen steigt der Verteidigungswert. Angriffswert von Marinebombern und allen Überwasserkriegseinheiten, die U-Boote angreifen können. Da steigt die Angriff und Verteidigung. Pro Stufe sinken zudem die Abtauchwahrscheinlichkeit eines angegriffenen U-Boots um 10% und die MPP-Verluste von Common Voice. Komm, das machen wir dann. Sollten wir mit den Briten dann auch überlegen. Bevor wir das aber tun, gehen wir an die Westfront und schauen uns die Lage in Frankreich an. Ja, wir müssen eigentlich auch das Expeditionskorps der Briten hochbringen, ne? Wie viele Punkte hat Frankreich? 130, das ist halt ein Witz. Das kostet schon 50, die Armee aufzustocken. Jetzt haben wir noch 18. Da sind die Punkte weg für Frankreich. Ist unglaublich. Unglaublich, wie schlecht die. Warte mal, ist das hier Berg? Ja. Geht mal da in die Stadt rein. Das Corps in Lyon, ich weiß nicht, ob die überhaupt für irgendwas zu gebrauchen sind. Wir könnten nochmal mit der britischen Luftwaffe hier strategische Bombardierung durchführen. Machen wir das mal. So, kommt es wieder zum Luftgefecht zwischen Abfangjägern und Eskorten. Wir machen das gleich nochmal. Dieses Mal hat die Bomberstaffel Schaden genommen, aber wir haben auch wieder militärische Produktionspunkte zerstört. Ich würde ganz gerne diese Jägereinheit mal hier rüberbringen, damit sie hier in dem Nahbereich eher wirken kann. Ansonsten mit den Franzosen können wir jetzt nichts mehr machen, es sei denn die Flotte. Ja, wir gucken jetzt nämlich hier mal. Die sind alle in Reichweite jetzt. Jetzt wollen wir noch die britischen Kriegsschiffe dazu. Und wir haben hier unsere kleine Gruppe. Wir wollen auf jeden Fall dieses U-Boot noch verbessern, das haben wir gesagt. Und die Armee weiter Richtung Tobruk bringen. Ich schätze mal, das Hauptquartier wird dann nachziehen müssen. Kairo, ja, da werden später noch mal weitere Einheiten eingesetzt, soweit ich weiß. Joa. Frage ist, können wir uns hier vorbeischleichen, um uns der Flotte hier drüben anzuschließen, oder tut das gar nicht Not? Können wir hier es riskieren, hier liegen zu bleiben? Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn wir jetzt da durchfahren würden. Dann sieht er uns natürlich. Aber würden wir da Schaden nehmen, weil wir nicht im Krieg sind? Ich glaube nicht, ne? Kann es natürlich auch einfach so machen. Bis wo kannst du denn dann? Bis da. Ja, das ist aber auch der leichte Kreuzer. Warte mal, wie weit kann denn er zum Beispiel fahren? Dann müsste er schon hier irgendwie sein. Bis da. Da ist er ungeschützt.
Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie viel Marine haben die Italiener noch. Die haben jetzt vier Kriegsschiffe hier liegen. Die Andrea Doria, die Conte di Cavour, Giulio Cesare, Ciao Duilio und den Zerstörer Lampo. Wahrscheinlich wollen sie auch die Konvois hier aus Ägypten blockieren, perspektivisch. Ich werde mal mit dem leichten Kreuzer hier ein bisschen rumgucken. Da liegt noch ein Zerstörer. So, ich hoffe, wir wurden jetzt hier an der Küste nicht gesehen. Ne, das sieht gut aus. Also, wenn wir Glück haben, können wir uns hier so ein bisschen versteckt halten, bis es dann zum Kampf kommt. Weitere Schiffe haben wir hier unten nirgendwo, ne? Wartet mal, ich zoome mal ein bisschen raus, dann wird es ja ein bisschen besser angezeigt. Nee. Wir haben hier französische Zerstörer. Und hier einen beschädigten Zerstörer, einen britischen. Mit dem greifen wir mal das U-Boot an. U-Boot taucht ab. Da haben wir es gefunden. Aber unsere Unterwasserwaffen sind scheinbar zu schlecht, denn das hat nur einen Schaden verursacht. Und wir haben gesehen, hier ist ein Panzerkreuzer dabei tatsächlich. Nichtsdestotrotz werde ich jetzt auch den kanadischen Zerstörer Saguenay ausschicken. Und hier nochmal einen Blick auf die Flotte werfen. Ich meine, wir können auch die Flugzeugträger einsetzen gegen. U-Boote, ne? Jetzt lass mich mal schauen. Panzerkreuzer, wie weit kann der sich wohl bewegen? 21 Felder weit. Ist die Frage, wie weit ist das von da? Kann er mir das anzeigen? Nee. Ja, kann sein, dass er hier hochkommt. Theoretisch. Ja, wir können jetzt nicht angreifen, weil es regnet, das ist klar. Auf jeden Fall nochmal die Kreuzer zum Geleit aussenden. Und den polnischen Zerstörer wollten wir hier noch hochbringen. Das französische Schlachtschiff reinholen. Wir haben hier noch einen Träger, den bringen wir auch dahin. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen riskant, das ist mir klar. Haben wir noch mehr Zerstörer, ist die Frage. Wir haben hier noch das U-Boot. Da sind wir auf den Zerstörer gestoßen. Belastend. Ja, dann nix wie weg, das werden wir reparieren. Den müssen wir reparieren. Ja, und dann bin ich mal gespannt, ob wir hier vielleicht mit unseren Trägern aktiv werden können oder ob da jetzt noch mehr U-Boote unterwegs sind, die uns da jetzt versenken. Das wäre natürlich ein herber Rückschlag für das Königreich. Nächster Schritt. Wir haben noch 222 Punkte. Wir werden auf jeden Fall hier verstärken. Es hilft ja nichts. Wir haben uns jetzt dazu entschlossen, die rüberzubringen. Dann müssen wir auch Punkte in die Hand nehmen. So. Das ist das britische Expeditionskorps. Die Jäger können nicht verbessert werden, weil sie schon im Einsatz waren. Wollen wir von den Schiffen noch was verlegen, ist die Frage. Vielleicht leichte Kreuzer noch hier rüberbringen. Perspektivisch. Machen wir das mal. Fahren wir mal hier hoch. Ein bisschen Aufklärung bekommen. Und schneller reagieren können auch. Ja, und das wäre wichtig. Jetzt haben wir noch 27 Punkte, damit können wir natürlich überhaupt nichts anfangen. Also jetzt hinsichtlich hinsichtlich Forschung oder Rekrutierung.
Nee, Leute, ich glaube, dann ist das schon wieder unser Zug. Ihr seht das natürlich in der Anfangsphase. Insbesondere haben die Alliierten kein allzu leichtes Spiel. Wir werden immer beschäftigt sein hier mit der U-Boot-Jagd und natürlich mit der Vorbereitung hier unten der Seeschlacht um Malta, so wie es aussieht. Da bin ich sehr gespannt drauf. Habe ich alles erledigt sonst? Ich meine ja, wir gehen auf Zug beenden. Französische Moral wird durch den Fall von Polen geschwächt. Das Deutsche Reich feiert den Sieg über Polen und die Wiedereingliederung von Danzig. Und der Außenminister Lord Halifax meldet sich. Der erste Lord der Admiralität Winston Churchill drängt uns, zwei irische Häfen zu besetzen, um der Royal Navy Stützpunkte zu verschaffen, die uns bei unseren Bestrebungen helfen würden, unsere Schiffe vor U-Boot-Angriffen zu schützen. Die Häfen liegen an der Südküste Irlands, wo wir bis zum letzten Jahr im Rahmen des Anglo-Irish-Vertrags von 1921 Marinestützpunkte hatten. Irland verfügt nicht über ausreichende militärische Mittel, um uns an der Wiederbesetzung der Vertragshäfen zu hindern. Allerdings müssen wir mit entsprechenden politischen Konsequenzen für uns und die USA rechnen, wenn wir den Plan umsetzen. Auf der anderen Seite würde eine solche gewagte, entschiedene Aktion neben den strategischen Vorteilen auch unsere nationale Moral stärken. Wollen Sie der Royal Navy den Befehl erteilen, die Häfen von Cork und Waterford zu besetzen? Wenn Sie ja sagen, gehen die Häfen in unsere Kontrolle über und wir können sie für unsere Schiffe einsetzen. Allerdings erlangt Irland im Falle eines Kriegseintritts die Kontrolle über die Häfen wieder zurück. Auf der politischen Ebene würde diese Aktion dafür sorgen, dass Irland 10 bis 15% stärker in Richtung der Achsenmächte tendiert. Auch die Tendenz der USA in Richtung der Alliierten würde um 4 bis 6% abnehmen. Als positiven Effekt dieser Besetzung kann man mit Sicherheit die Erhöhung der britischen nationalen Moral um 1000 Punkte bezeichnen. Tja, die USA brauchen aber noch lange, um mit Forschung natürlich erstmal überhaupt schlagkräftig zu werden, um eben dieser erwachende Riese zu sein. Von daher werden wir uns die Häfen holen. Der irische Ministerpräsident De Valera protestiert gegen die Besetzung der irischen Häfen. Und sie sorgt für Verstimmung in den USA, wo es natürlich auch eine große irische Gemeinde gibt. Cork und Waterford werden besetzt. Hier. Polnischer Exilministerpräsident Władysław Sikorski. Der Feind mag zwar unser Land besetzt haben, aber unseren Kampfgeist hat er nicht gebrochen. Tausende unserer Soldaten sind in neutrale Länder entkommen und tausende mehr kehren in ihre Heimat zurück, um eine Untergrundarmee zu gründen. Ja, haben wir ja in unserem Playthrough von Warsaw zum Beispiel gesehen. Die Frage, die sich uns jetzt stellt, lautet: Sollen sich diejenigen unserer Männer, die entkommen konnten, nach England oder nach Frankreich begeben? Unabhängig davon, für welches Land wir uns entscheiden, wir hoffen auf die Erlaubnis der jeweiligen Regierung dafür, dass wir dort unsere eigenen bewaffneten Truppen aufstellen können. Wollen Sie nach England oder nach Frankreich? Wenn Sie ja sagen, werden wir mit der Erlaubnis der Briten die Möglichkeit haben, ein polnisches Korps zu bilden. Und zwar im Vereinigten Königreich, wenn sie Nein sagen, dann in der Nähe von Paris. Wenn sie der Meinung sind, dass eine Stärkung der britischen Armee wichtiger ist, sollten sie Ja sagen. Erscheint es ihnen wichtiger, dass die französischen Chancen gegen eine Invasion verbessert werden, sagen sie am besten Nein. In Anbetracht der historischen Verbindungen zwischen Frankreich und Polen wäre es für die tausenden Polen, die vor dem Ansturm der Nazis fliehen konnten, die natürliche Wahl, sich nach Frankreich zu begeben. Ich weiß gar nicht, wie das historisch war. Also ich weiß natürlich, dass es diese Truppen, auch die Fliegerverbände und so polnische im Vereinigten Königreich gegeben hat. Aber ob hier eine polnische Legion, nenne ich sie mal, in Frankreich aufgestellt wurde, in Großbritannien, ist mir nicht ganz klar. Ich räume allerdings weiterhin Frankreich keine Chancen gegen die Wehrmacht ein. Deswegen würde ein Korps mehr oder weniger da auch keinen Unterschied machen. Wir bringen sie nach England. Ja, die Achsen überfallen unsere Handelsrouten und von den 53 Punkten, die wir eigentlich aus Kanada bekommen, sind nur 14 angekommen. Und schaut euch das mal an, 46 MPP, 49, das ist super wenig, was die bekommen. Da müssen wir wirklich mit der Wirtschaftsproduktion vorwärts machen und es wird dann natürlich auch noch eine Kriegsmobilisierung geben, später per Event, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, von daher, also, das war unser nächster Zug.
Wie gesagt, momentan noch nicht so ereignisreich, aber natürlich, wie gesagt, die Schlacht um Malta, die Seeschlacht, deutet sich an. Ich glaube, wir sind in einer relativ guten Ausgangsposition dafür. Bin gespannt, ob die Operation mit unseren Trägern jetzt da im Atlantik sich auszahlt oder rächt. Wir werden es sehen beim nächsten Mal. Liebe Leute, bis dahin wünsche ich euch wie immer alles Gute und bis dann, euer Jan.